Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir stehen jetzt einen Tag vor unserem Umzug. Morgen heißt es also Einzug in unser Haus. Und ich dachte mir, bevor wir einziehen, mache ich euch noch eine leere Haustour. Ihr werdet sehen, es ist noch nicht alles komplett und es liegen auch noch ein paar Sachen rum, weil noch ein paar Gewerke kommen müssen und. Aber ich zeige euch einfach den Stand, mit dem wir quasi einziehen und wie es jetzt aussieht. Und würde sagen, ich drehe euch um und zeige es euch. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da als Anerkennung und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es werden noch detailliertere Videos folgen von gewissen Dingen und ja, würde mich sehr freuen. Ich drehe euch um und zeige euch unser Haus. Ich beginne außen und zeige euch kurz nochmal unsere Außenansicht, bevor ich dann reingehe. Ihr seht, außen ist es eigentlich wirklich komplett. Also da sind es nur noch Kleinigkeiten wie so ein bisschen Silikon am Podest. Ansonsten Garage ist komplett und auch so ist die Außenansicht komplett. Gefällt mir super, super gut. Ja, allgemein, weil immer mal wieder Fragen kommen, wir haben 190 Quadratmeter Wohnfläche, also Wohn- und Nutzfläche, das Haus zumindest. Und die Garage hat nochmal, ich glaube, 23 Quadratmeter circa. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und schauen uns mal an, wie es hier aussieht. Ich werde mal meine Schuhe hier ausziehen. So, dann gehen wir mal rein. Ich sage willkommen bei uns zu Hause. So sieht es aus, wenn man reinkommt. Das ist so der erste Anblick. Ich schließe die Tür mal hinter uns. Stelle mich mal zur Seite. Hier sind wir gerade reingekommen. Und auf der rechten Seite, wenn man reinkommt auf der rechten Seite, findet ihr das Arbeitszimmer. Hier unsere Treppe. Da geht es in den Wohn- und Küchenbereich. Hier ins Bad, also ins Gäste-WC. Und hier in den HWR-Raum. Und ich würde sagen, wir starten im Arbeitszimmer. So sieht es da aus. Hier liegen noch ein paar Sachen rum. Mein Mann hat sich hier eine dunkelbraune Wand gewünscht. Die hat er auch bekommen. Farbe gefällt ihm sehr gut. Er hat hier dann seinen Schreibtisch. Und ich werde meinen hier hinstellen. Und wenn Platz ist, schauen wir dann mal. Kommt hier hinten dann noch eine Couch, also ein Schlafsofa hin und hier dann was für Akten. Der Raum hat circa 11 Quadratmeter. Ich werde euch die Quadratmeter am besten dann irgendwo noch mal hinschreiben wahrscheinlich. Ich glaube, das ist am einfachsten. Hier ist unser Taster. Die Uhrzeit ist noch nicht eingestellt. So sieht es aus. Hier haben wir den Übergang und direkt gegenüber haben wir unser Gäste-WC. Das hier sieht so aus. Mal schauen, ob ich vielleicht mal das Licht anmache für euch. So, da haben wir dunkle Fliesen auf dem Boden und so hellgrau an der Wand. Da, ja, unser Waschbecken. Brauchen wir noch einen Unterschrank und einen Spiegel, das kommt dann irgendwann mal. Hier haben wir so ein leichtes Grau gestrichen. Das wird auch noch in derselben Farbe gestrichen, das wurde jetzt grundiert. Dann eine verkürzte Toilette und wenn man hier nach hinten läuft, haben wir unsere Dusche. Alles aufputz, die Dusche ist von Cludis, ganz schön, großer Duschkopf und auch eine große Regendusche. Und dann mit dem Duschfach hier, um halt Duschgel etc. abzustellen, passt hier wirklich sehr gut hin. Und dann haben wir hier noch so eine Edelstahl-Einlaufrinne nach hinten. Von dem Gäste-WC gehen wir mal in den HWR. Also, wie erwähnt, hier ist noch Chaos, weil noch ein paar kommen müssen. Zum Beispiel hier auch noch die Sockelleiste anbringen etc. Ja, deswegen stehen hier noch Utensilien. Im HWR sieht es auch ein bisschen wild aus. Ja, wir haben jetzt Internet bekommen gerade eben. Es wurde angebracht und ja, das ist unser Schrank. Der muss dann, da ist irgendwie eine Tür raus, die muss wieder rein. Hier kommt dann Waschmaschine und Trockner hin und dann will ich da auch noch eine Arbeitsplatte hinmachen und so. Also das kommt dann alles demnächst irgendwann. Und ja, hier die Plugit für die Binnenentlüftungsanlage. Das ist die Tür zur Garage.
Das ist ein Bewegungsmelder, falls ihr euch wundert. Das muss noch ein bisschen schöner gemacht werden. Ja, die Garage ist auch voll. Ablageort für diverse Dinge. Und ja, eine ganz normale Garage. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, falls ihr da Fragen zu habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Allgemein, falls ihr Fragen habt, schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Aber ja, für einen HWR-Raum wirklich sehr geräumig. Und das war uns auch wichtig, weil wir auch einen Stromspeicher haben. Also wir haben auch PV auf dem Dach und haben hier einen Stromspeicher und KNX verbaut. Und ja, da braucht man ein bisschen Technik auch in einem Hauswirtschaftsraum. Dann geht's ins Herzstück, und zwar in den Wohn-Ess-Küchenbereich. Dieser ist vom Flur abgetrennt durch eine doppelflügelige Tür, sieht man hier einmal. Und auch hier. Richtig schön, sehr offen, sehr hell, was mir sehr gut gefällt. Und ja, hier sind wir im Wohnbereich. Das wird die Wohnwand sein, wo auch unser Fernseher und ja, das TV-Board eben rankommt. Dann werden wir hier ein Ecksofa hinstellen. Wir nehmen jetzt erstmal unser altes mit, weil wir so auf die Schnelle kein neues gefunden haben und auch ja, dadurch, dass die Möbelhäuser ja dann lange zu waren, irgendwie ohne das mal Probe zu sitzen, ist auch doof. Und deswegen nehmen wir einfach das jetzt mit, was wir haben. Das ist dann der Erker, das wird der Essbereich sein. Also da wird unser Esstisch, den wir aktuell auch haben, hinkommen mit 4 Stühlen. Und jetzt kommt unsere Küche. Die ist so schön. Also uns gefällt sie sehr gut. Mein Mann wollte eine komplett schwarze Küche haben. Ich wollte eine komplett weiße Küche. Und ihr seht, es ist ein Kompromiss geworden. Die Insel ist schwarz, der hintere Teil, die Küchenzeile ist weiß. Und es gefällt uns super gut. Ja, wie ihr schon seht, das ist die Kücheninsel. Ich glaube, 2,10 Meter ist sie breit. Hier haben wir Schränke, aber ich werde da nochmal eine gesonderte Küchentour machen. Das sind so Schränke, wo man, die man antippt und dann gehen sie auf. Dann, ja, hier die weiße Küchenzeile mit so einer dunkelgrauen Platte. Hier ist der Geschirrspüler, dann die Spüle, die jetzt drin ist, das Kochfeld, da haben wir uns für Siemens-Geräte entschieden und auch die Dunstabzugshaube. Dann haben wir noch eine integrierte Kaffeemaschine und unseren Ofen, also wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir dann auch so Auszüge und ja, so ein Apotheker, richtig toll. Also wir haben im Moment so eine Mini-Küche und jetzt so eine riesengeräumige Küche zu haben, also wirklich mega. Und ja, mir gefällt das Bild total. Ich finde, es sieht super schön aus und wir haben einfach so viel Platz. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Platz anfangen soll, aber ja, da gewöhnt man sich schon dran, ne? Nehme ich an. Dann, hier kommt noch unser Kühlschrank hin übrigens, den lassen wir mit umziehen, so ein Side-by-Side-Kühlschrank. Deswegen ist hier noch frei. Dann kommen wir zur Speisekammer. Ich weiß, viele haben sie ja mittlerweile versteckt. Da wird dann irgendwie die Küchenzeile weiter geplant. Hätte man grundlegend auch machen können. Ich finde es ganz schön, dass da eine Tür ist und dass man sieht, dass da eine Speisekammer oder allgemein noch ein weiterer Raum ist. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ihr seht, hier ist nochmal, nee, Pappe ist hier drin. Relativ dunkel gerade, aber naja, hier kommen einfach Regale hin, um Sachen aufzubewahren. Und hier hinten haben wir eine Steckdose für einen eventuellen Gefrierschrank oder ähnliches einplanen lassen. Und ja, das passt dann ganz gut, dass das an der Küche angrenzt und wir da viele Verstaumöglichkeiten haben. Ich meine, wir haben eh schon eine riesen Küche mit vielen Verstaumöglichkeiten, aber dann halt auch noch eine Speisekammer. Ja, hier jetzt nochmal der Rundumblick, bevor wir nach oben gehen. Also wie gesagt, mir gefällt es total. Geschmäcker sind verschieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Hier haben wir noch einen Taster, haben wir mehrere von. Und so sieht das aus, wenn man dann im Wohnzimmer steht und in den Flur schaut. Hier ist ja auch noch eine Wandfarbe ran. Und dann gehen wir mal nach oben. Ah, zum einen seht ihr hier auch unser Glasgeländer noch. Das ist vielleicht auch ganz schön zu sehen. Die Stufen sind Eichentrittstufen, die sind jetzt noch abgeklebt. Das machen wir erst nach dem Umzug weg.
Und hier sieht man halt das Glasgeländer. Sehr schön. Da fehlt noch ein Teil und ein bisschen Gummi. Und ja, deswegen, es ist noch nicht fertig. Es wird noch fertiggestellt. Aber ich finde auch jetzt schon mit dem Handlauf sieht es mega aus. Also mir gefällt es total gut. Und hier halt die Spots. Feuermelder. Steuerung. Bewegungsmelder. Ja, das ist unser Eingangsbereich.